Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und wir haben die Hände voll. Wir könnten mal runter zu unserem Bike. Ups, hier lang. Hier lang, hier lang. Schön die Treppen runter. So. Kein Schwarzpulver dabei. Kaffee können wir abgeben. Das können wir abgeben. 15 leere Gläser. Zwei Beaker. Das Papier brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so mega dringend. Naja, ein bisschen was haben wir noch. Wir könnten mal auf der Straße noch mal lang gucken und auf dem Rückweg sozusagen noch ein paar Autos glatt machen. Ein bisschen freie Bahn schaffen. Sowas wie das da aus dem Weg räumen. Noch nicht reingeguckt, echt jetzt? Unheimlich. Dann schaffen wir es jetzt auch weg. Na toll. Und infected bin ich auch noch. Hat natürlich die Schießerei, hat sofort Besucher angelockt. Oh, da habe ich gerade was Schönes gefunden. Da muss ich ja noch ein Momentchen gucken. Ogre Parts. Na, das ist doch mal was. Wende mal, das Öl kann ich doch mal direkt.
Parts waren nicht schlecht. Das hatte dir etwas. Kopfschuss. So, schauen wir mal schnell nach. Langsam geht mir der Platz hier aus. Aber dafür kommen wir ja auch ein Stück weiter. Die Ogre-Parts jetzt zum Schluss, die waren ja auch nochmal nicht schlecht. Ich meine, die hätte ich noch nicht gehabt. Das wäre natürlich fantastisch. Und dann noch mit. Hund, Bär, oh, hier ist ja alles. Da ist wieder ein Autowrack. Stimmt, ich bin ja infected. Muss ich daheim irgendwie heilen? Honig oder Antibiotika am besten einwerfen. Ich habe ja tonnenweise von dem Scheiß. Ach komm, oh. Ich bin aber auch ein Meisterschütze. Das ging ja mal voll vorbei. Handelbar, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen herstellen konnte. Bin jetzt gar nicht so bewusst. Kann sein, dass nicht. In dem Fall war es gut.
ist so schön frei. Endlich kann man mal auf einer Straße langfahren. Das gefällt mir. Deswegen mache ich den Mist weg. Von dem Material, den ich ganz ab. Das ist eine super Einnahmequelle. Ein Schwein. Ja, dann muss ich die Straße runter. Okay. Das könnten wir aber noch mitnehmen, das Auto. Vor allen Dingen könnte ja was drin sein. Nee. Schade. Das wäre es direkt gewesen. Wenn da noch was Interessantes drin gewesen wäre. Aber da sehe ich einen Holzstamm. Der ist so nah. Reine Verarsche. So. In der Richtung geht's lang. Was hier in dem verbannten Biom natürlich auffällt, sind diese Holzstämme, weil die schön weiß sind. Die heben sich hervorragend hervor. Kein Hund? Na dann. Noch ein Autowrack. Ist auch schnell zerlegt. Wir sind ganz schnell weg. Schönes Auto. Voll erschreckt. Oh, was ist das denn? Heavy Armories. Level 2. Wusste ich doch, dass ich das noch habe. Das kann ich auch wieder zurückbringen. Ich wollte was ganz anderes.
Okay. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Da ist noch ein Autofahrer. Hoffentlich hundefrei. Da muss ich kurz reingucken. Oh, schon wieder verarscht. Hätte wenigstens versuchsweise was drin sein können, was mich interessiert. Schade. Na komm, dann nehmen wir das auch gerade mit. Können wir wenigstens durchstarten. Wir sind in der Nähe von unserem Haus, das ist schon mal gut. Ah, hier sind wir. Schade. Ich hätte mir gegönnt, dass da was Schönes drin ist. Aber na gut. Mit. Böser Hund. Aus. Aus, böser Hund. Meine Ernte ist fertig. Oh, wie sieht's denn hier wieder aus? Wer kam denn hier wieder vorbei? In meiner Abwesenheit. So, dann liefern wir erstmal ab. Werkzeug. Auger Parts.
Eine Händelbar. Haben wir. Na, Oger ist fertig. Yay! Wir haben einen Bohrer. Ist das geil? Okay, der hat nur 200, aber wir haben einen Bohrer. Mega fett. Das ist mal so cool. Rohre, Holz. Das Boltwater. Achso. Das ist mein Ersatzknarre. Okay. Auch ein 600er Grip, aber der ist mehr repariert. Ja. 518er. Und hier ist drin 600er. Ist alles perfekt. Gut. Haben wir die Ersatzknarre auch wieder aufgewertet. Die Lichter. Bauen. 9 mm ist das. Was brauche ich denn für das? Quatsch. Repair Kit. Duct Tape und. Ach du Scheiße. Das können wir schon mal machen. Mal den Rest. Mal gucken, ob ich einen besseren Rahmen hinkriege. Vielleicht auch nicht uninteressant, aber ich habe noch Platz. Platz für den Mais.
Ein paar Töpfelchen können wir auch nochmal aussehen. Läuft. Runtime. Perfekt. So. Das. Können wir auch nochmal anwerfen? Oh. Geht wieder mal nichts. Was ist hier mit Zement? Zwei Beaker. Beaker habe ich noch hier drin? Nein. Beaker. Jetzt ist das. Das fehlt mir. Potassium. Okay. Dann kommt das wieder weg. Kornmehl. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Klamotten. Ah, da haben wir noch einen Helm gehabt. Dann reparieren wir den erstmal. Okay, Batterie. Eine Engine. Eisen. Ja. Yeah. Eine Landmine. Die kommen weg. Kommt hier hin. Eisen. Dann haben wir nochmal Öl. Oh, Öl haben wir so viel. Das könnte auch mal größer stacken. Die können wir reparieren. Die schmelzen wir ein. Da. Wasser. Grain Alkohol. Gas. Biosprit. Biofuel. Bio.
Wie stelle ich Biofuel her? Da ist Biofuel. Brauche ich Animal Fett? Machen wir erstmal 20 zum Testen. Stellen wir uns mal Treibstoff her. Schon. Da brauche ich ein zweites Campfire. Zeit geht das schnell leer. Ja, das war's jetzt, oder was? Das ist ja jetzt nicht so mega. Das habe ich mir schon anders vorgestellt. Müssen wir das echt größer machen? Scheiße. Verdammt. Wellness, aha, okay. Der Mix, da ist er. Das heißt, wir brauchen wieder Gravel. Gravel, wo ist er? Gravel. Dann brauchen wir den Stein. Ding ist ja geil.
Ader. Oh, geht zu Ende. Gott, oh Gott, hier gibt's ja alles. Was für eine Goldgrube. Hahaha, jetzt haben wir aber zugelegt an Stein. Meine Herren. Jo. Ist gar nicht so hops gegangen. Also können die wieder zurück. Das Eisen wird wieder eingeschmolzen. Damit lässt sich doch was anfangen. Und wir haben Rebar-Frames noch. Na gut. Da fehlt jetzt auch ein Handlebar und natürlich hier diese Parts wieder. Ach ja, genau, der Rahmen. Ein Chassis. Vielleicht kriegen wir ja ein gutes Chassis raus. Können wir dann gerade austauschen mit dem, was wir haben. Und? Ja, deutlich besser. Alles klar. Das ist gut gewesen. Sehr geil. Das kann man wieder einschmelzen. Zement. Footframes. Ah.
Ah, eine Sirene. Dahin geschieden. Die nächste. Hier noch Fackeln? Nee, ne, sehe ich jetzt gerade nicht. Okay. Ich sitze direkt auf einer Ader. Ist ja unglaublich. Guckt euch das an. Unter meinem Haus. Ist nicht zu glauben. Hier geht's auch weiter. Ups. Sechsmal Alkohol, dreimal Biosprit. Okay. Ein Alkohol sind nur 100 Benzin. Das Fett wird ja jetzt richtig wichtig. Mit denn noch an Iron bekommen? Iron Boots, die habe ich an. Ah, das ist ein Eisenhelm. Iron Leg Armor. Duct tape, Ach, das ist das Zeug. Iron Claw, achso, die kann ich noch nicht.
So. Wasser brauche ich. Davon hätte ich gerne mal wieder 50. Das Korn würde ich dann auch wieder anpflanzen wollen. Ah, hier könnte ich Zement weiterziehen. Ah, habe ich dabei. Gar nicht aufgepasst. Dann nehmen wir das noch mit. Ah, ist fertig. Und die kühlen. Perfekt. So soll es sein. Oh. Ich muss aufpassen mit meiner Buddelei, dass ich hier nicht zu viel freilege. Schon wieder mal. Okay. Na also, bin ich doch alles losgeworden. Das missfällt mir. Von meinem Pfosten aus. Der zweite dahinter ist schon die Wand. Da ist schon die Wand. Da darf ich nicht weiter bohren.
Sorry, ist Fundament. Sonst mache ich mir hier alles kaputt. Oh. Das ist Außenwand. Riskieren. Das kann ich nachher durch Wand ersetzen. Wie viel nach da kommt die Wand? Das ist die Frage. Von meinem Pfosten aus 1, 2, 3 ist die Wand. 1, 2, 3. 1, 2, da ist die Wand. So, das ist die Wand von dem Gebäude. Und da verläuft die Wand. Und der Stützpfeiler ist auch nicht weit weg. Eins zur Seite und dann 1, 2, 3, 4, 5. Eins zur Seite und dann 1, 2. Naja, geht noch. So, ich brauche lieber Frames. Wood Frames, die habe ich aber noch. Ah ja. Die Boots, da habe ich inzwischen bessere. Die erzeugen Hitze, das heißt, so rum ist es besser. Scrap kann ich dann vergessen. So, muss ich was essen? Aber gerne. Dann kann ich euch wahrscheinlich was trinken. Jawohl. 142 Wellness, das passt.
So, Fans. Neuen Treibstoff für die Feuer. Kein Fleisch mehr, verstehe. Okay. Da haben wir noch erste Hilfe, das ist jede Menge. Das sieht alles ganz gut aus. Kein Alkohol. Läuft. Läuft alles gut. So, ihr Lieben. Das war's wieder gewesen. Wir sinnen einem neuen Tag entgegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in einer neuen Runde wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss.